Decoding kann heißt mein Format. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, was ich eigentlich aus dieser Woche mitgenommen habe. Aber lass uns mal nicht mit einem Learning starten, sondern mit ein paar Zahlen und Fakten. Unser Datenpartner Survey aus Berlin hat 5000 Menschen befragt, wie sie eigentlich zur Werbung stehen. Mehr als die Hälfte der Befragten sagt, dass sie sich humorvollere Werbespots wünschen. Dicht gefolgt von Werbung, die lebensecht ist und nah an Realitäten stattfindet. TV-Werbung ist die von Civil befragten 5000 Deutschen noch immer die zentrale Quelle, wenn es darum geht, ob Werbung eine Kaufentscheidung beeinflusst. Aber 60% der Befragten sagen auch, dass Werbung für sie nicht hilfreich ist und sie eher genervt davon sind. Ist das ein Alarmsignal für die Branche? Eine Woche Cannes hat mir eine Branche gezeigt, die tief in der Transformation steckt. KI ist allgegenwärtig und natürlich immer noch eines der wichtigsten Themen in dieser Branche. Ich glaube, das ist ein sehr mächtiges Tool, vielleicht mächtiger als die Entdeckung des Personal Computers gewesen ist vor 30, 40 Jahren. Was KI im letzten Jahr schon vorangetrieben hat, ist dieses Jahr wieder schon fast von gestern mehr oder weniger. Vor 2 Wochen habe ich ein Panel moderiert beim ADC zusammen mit Spotify, YouTube und RTL Plus. Und was alle drei unisono gesagt haben, ist, sie arbeiten mit keiner Agentur mehr, die nicht einen AI-Fahrplan hat. Und die nicht ein klares Verständnis davon haben, wo bewegen wir uns auch rechtlich auf dem sicheren Raum oder nicht. Aber ich bin sehr gespannt auf das, was in der Zukunft passieren wird. Und vielleicht gewinnt dann irgendwann auch eine KI hier einen goldenen Löwen. But if you actually want to create something that's usable for an advertising or for another usage platform, it's first of all not very handy yet because of a lot of legal perspectives. But also for me, what I think is very relevant as a music supervisor is to make sure that you keep the angle with culture and with authenticity. Es werden auch Menschen auf der Strecke bleiben. Es werden Unternehmen auf der Strecke bleiben. Und Geschäftsmodelle, die nicht mehr funktionieren werden. Und das wird ordentlich alles durchmischen. Interessanterweise, unsere KI-generierten Faces performen eigentlich genauso gut wie Menschen da draußen. Also, sag das nicht! Also alle, die die Creator sind, sollten sich das vielleicht nochmal überlegen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass es sich positiv entwickelt und dass alles zum Wohle der Menschheit passiert und zum Wohle der Kreativität. Und wir im Grunde genommen einfach nur effizienter und schneller Sachen umsetzen können, die dann vielleicht noch größer, noch cooler, noch kreativer werden können. Aber ob das dann so sein wird, das werden wir sehen. I really believe that the further we get into AI, the more important culture will be. Cultural Marketing ist das zweite große Buzzword. Das ist klar. Because culture is not AI generated, right? Culture is the band that I've been seeing for years, or I have a tattoo, or it's something that belongs to me and it's already human made. I think brands will be connecting with the audiences much stronger. With culture, probably on the brand building side and on the emotional side. Doch ich habe gemerkt, dass für die meisten Culture bereits ein wichtiger Bestandteil ihrer Corporate Brand Strategie ist. Es bleibt also spannend zu sehen, wie dieser Spielplatz, von dem ich das Gefühl habe, dass er riesengroß ist, sich auch wirklich entfalten wird. Ich wurde heute mit der Frage konfrontiert, hey, Marken müssen doch heute ein Lingo verstehen, eine Sprache, ein Code, Meme und auf den Zug draufspringen. Ich sagte, nein, Alter, das ist genau der Fehler. Nicht auf den Zug draufspringen. Im Abteil sitzen, Alter. Ticket gezogen haben, zusammen die Route. Ich glaube, dieses Warum stürzen sie sich drauf? Weil Kampagnen nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren. Und du brauchst einfach Social Network, du brauchst den Reach, du brauchst auch die Credibility. Die Marke hat einfach nicht mehr so viel Power, wie sie hatte. Und sie braucht einfach andere Leute und andere Stimmen und andere Kanäle. Das wird die Zukunft sein. Ja, wir gehen in Richtung Communities, wir gehen in Richtung Zielgruppen, die sich verändern. Ich glaube, darauf müssen wir im Advertising reagieren. Wie wir Geschichten erzählen, wie wir aber auch unsere Kampagnen planen. Cannes ist unheimlich faszinierend, denn es ist der Ort, wo auf der ganzen Welt die kreativen Menschen zusammenkommen, um eine Woche sich zu zelebrieren und auszutauschen. Und genau das gibt mir ein schönes, wohlendes Gefühl in einer Zeit, in der sonst so viele negative Informationen und Fragen gestellt werden. Denn das war einfach eine gute Woche. Also ich finde es toll, treffe viele Leute, alte Freunde, aber natürlich auch so ein bisschen Kunden. Und so als junge, neue Agentur versucht man natürlich auch ein paar Leute zu treffen. So, deswegen finde ich das dafür super. Ich muss sagen, ich finde es mega inspirierend. Ich finde es irgendwie total geil, irgendwie so viele tolle Leute zu treffen. Ja. Ich bin einfach mega geflasht. Big time inspiration. It's a lot of innovations that we are having, talking with partners, and lots of opportunities. Die Cannes Lions sind nicht nur ein Festival, es ist auch der wichtigste Kreativpreis der Welt. Und es ist schön zu sehen, wie Agenturen, Kunden und Partner hier gemeinsam für das ausgezeichnet werden, was sie davor hervorragendes Kreatives geleistet haben. Und ich merke,
Man muss Erfolge feiern, aber vor allen Dingen auch als Team. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Nach all den Jahren bedeutet mir das komischerweise immer weniger, weil ich habe immer versucht, auch mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, immer sie dazu zu bringen, erstmal die Sachen selber gut zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann ja Sachen für so Awardshows machen und dann kann man so ein paar Jurys da überzeugen und so weiter. Das ist ja relativ einfach, finde ich, weil es gibt so ein paar Codes, die man dafür machen muss. Aber ich finde es wichtig, dass man selber die Sachen gut findet und wenn es dann noch zusätzlich einen Award gewinnt, toll. Cannes ist vielfältig und bunt. Und es ist schön zu sehen, wie an diesem Ort die jungen Kreativen dieser Welt zusammenkommen, um gemeinsam zu arbeiten, von Berichten oder aktiv live vor Kunden zu pitchen. Und das zeigt mir, da kommt eine neue Generation, die diese Branche verändern wird. Also um den Nachwuchs muss man sich keine Sorgen machen. Bleibt mir ein Danke für eine tolle Woche in Cannes. Danke an die Horizont dafür, dass ich hier als Reporter unterwegs sein durfte. Und danke an euch, dass ihr das Ganze geteilt habt. Denn ich bin neu in dieser Branche, aber ich weiß jetzt schon, dass ich mich auch auf die nächsten Jahre freuen werde. In diesem Sinne, mein Name ist Nico Backspin. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. I can never die.